Der bislang kleinste Zuwachs meiner Roboterflotte ist der Curiosity Pi. Das Rollout in meinem Robospatium fand am Tag der erfolgreichen Landung des NASA-Rovers Curiosity auf unserem Nachbarplaneten Mars statt. Zentrales Gehirn ist ein Raspberry Pi, ein sehr kompakter Kleincomputer. Die Steuerung der Peripherie erfolgt mit Hilfe der GPIOs, wodurch die zu lötende Elektronik mit 7 Kleinsignaltransistoren, ein paar LEDs und Widerständen sehr übersichtlich ausfällt. Die Zuleitung vom Netzteil zum Rover ist lang und dünn. Um den Spannungsabfall über die Zuleitung kompensieren zu können, liegt an dieser 12 Volt an. Erst an dem drehbaren Strommast des Rovers wird dieser auf 5 Volt heruntergeregelt. Da der WLAN-Stick recht empfindlich auf Spannungsschwankungen reagiert und die Spannungsregler in meiner Schublade nur für maximal 2 Ampere ausgelegt sind, habe ich nachträglich einen zweiten Regler verbaut. Regler 1 mit dem großen Kühlkörper versorgt den Raspberry Pi und den USB-Hub mit Spannung und Regler Nummer 2 die Servos und LEDs. Als Kamera ist eine Logitech C525 verbaut, die um ihre horizontale Achse geschwenkt werden kann. Für Nachtfahrten sind 7 LEDs direkt oberhalb der Webcam montiert, die in 4 Stufen angesteuert werden können. Angetrieben wird das Dreirad direkt von einem gehackten Servo. Das dritte Servo übernimmt die Steuerung für links-rechts. Dass das Vorderrad aus einer Metallscheibe besteht und ein Schleifkontakt an diesem angebracht ist, hat einen Grund. Fährt der Rover auf eine Metallplatte, kann der Raspberry Pi über einen GPIO-Pin mit anderen Computern kommunizieren. Hier geschieht das mit einem Atmega 8 Mikrocontroller. In meinem Robospatium könnt ihr somit zum Beispiel das Space Shuttle ansteuern. Gesteuert wird mit der gleichen Benutzeroberfläche, die ihr schon von meinen anderen Robots kennt. Auch diesen Winzling, der auf einem separaten Tisch seine Runden dreht, könnt ihr per Internet steuern. Probiert's mal aus!